Guten Tag, mein Name ist Michael Börske und ich will Sie kurz informieren über die rechtliche Lage im Hinblick auf die Inhalte von L3T 2.0. Ja, wenn Sie mal im Internet gesurft sind, haben Sie vielleicht festgestellt, dass überall diese Copyright-Vermerke pranken. Was soll Ihnen das sagen? Nun erstmal wahrscheinlich relativ wenig, denn überall steht das drauf, aber keiner schert sich drum. Andererseits liest man aber immer wieder mal von Kampagnen, Raubkopierer sind Verbrecher und das macht ihnen möglicherweise Angst. Deshalb ganz kurz zum Hintergrund. Und da fangen wir ganz am Anfang an und fragen uns, was kann man eigentlich überhaupt schützen lassen? Nun, das fängt an natürlich mit großen Klassikern der Literatur, wie zum Beispiel solchen Büchern. Das geht weiter über Computerprogramme, hier zum Beispiel Adobe Creative Suite. Und das geht letztendlich weiter bis zu dramatischen Filmaufnahmen wie das Plasma-Kaminfeuer, was immerhin mit künstlicher Technologie nachbearbeitet wurde und hervorragende, gestochen scharfe Bilder liefern soll. Warum durfte ich Ihnen jetzt diese ganzen Materialien zeigen? Ganz einfach, weil wir hier uns berufen auf das Zitatrecht. Zitate ist ganz einfach das Recht, fremde Werke zur Illustration zu verwenden. Dazu gehören nicht nur Texte, sondern selbstverständlich auch Musik, Videos oder auch Bilder. So, jetzt könnte man meinen, alle Probleme dieser Welt ließen sich über das Zitatrecht lösen. Leider ist dem nicht so. Denn ich darf nur kleine Teile eines anderen Werkes zitieren, soweit diese zur Darstellung meines Inhaltes erforderlich sind, nicht hingegen einfach komplette Texte. Um dieses Problem zu lösen, gibt es Lizenzen. Und Lizenzen kennen Sie vielleicht als negatives Merkmal, als Knebelverträge, die Verlage mit Ihnen abschließen. Hier geht es aber um etwas ganz anderes. Stellen Sie sich vor, eine Lizenz, die Ihnen Rechte einräumt. Sie dürfen mit fremden Inhalten arbeiten, ohne jedes Mal den Autor oder einen Verlag zu fragen. Solche Lizenzen sind die Creative Commons Lizenzen. Und die wichtigsten Lizenzen sind dabei die CC BY und die CC BY SA. Was heißt CC BY? Ganz einfach, ich darf fremde Inhalte komplett 1:1 kopieren, ich darf sie nachbearbeiten, ich darf sie verfilmen, ich darf sie übersetzen, ich darf Auszüge nehmen, ich darf sie verändern, ich darf tolle Sachen damit machen. Das Einzige, was verlangt wird, ist, dass ich die ursprüngliche Quelle mit angebe. Mehr nicht. Eine Namensnennung und man ist raus. Dann haben wir daneben die CC BY SA. Was heißt SA? Nun, das steht für Share Alike. Und das bedeutet, dass Sie Ihre veränderten Werke unter den gleichen Bedingungen wie das Originalwerk weitergeben müssen. Ja, was heißt das jetzt schon wieder? Nun, das heißt ganz einfach, wenn Sie ein CC BY SA Werk nehmen und es verfilmen, es als Hörbuch vorlesen, es verzerren oder ergänzen, dann müssen Sie Ihren ergänzten Text ebenfalls unter CC BY SA stellen. Wäre es die normale CC BY, können Sie den neuen Text auch unter eine andere Lizenz stellen und beispielsweise kommerziell verwerten, an einen Verlag geben und der Verlag kann es alleine nutzen. CC BY SA verhindert es. Weder CC BY noch CC BY SA stehen aber einer kommerziellen Nutzung im Wege. Sie können also hingehen, die komplette Wikipedia ausdrucken, zwischen zwei Buchdeckel pressen und das Ganze verkaufen, ohne dadurch irgendwelche Urheberrechte zu verletzen. Das Einzige, was Sie machen müssen, ist, dass Sie auch dieses Werk unter die CC BY SA Lizenz stellen, denn Wikipedia ist wie L3T unter CC BY SA und dieses Werk dementsprechend dann auch vervielfältigt, verändert und weitergegeben werden darf. Weiterhin kann jeder Autor mit seinem Text ohnehin machen, was er will. Das heißt, wenn Sie den Text einmal unter CC BY SA veröffentlicht haben, können Sie ihn theoretisch danach auch noch unter einer anderen Lizenz veröffentlichen und dem Verlag für die veränderte Fassung ausschließliche Rechte einräumen. CC BY SA
bindet nur Personen, die von ihnen personenverschieden sind. Was macht CC BY SA noch? CC BY SA ermöglicht ihnen Übersetzungen und Ähnliches verwenden. CC BY SA ermöglicht ihnen Bilder aus L3T in ihren Vorträgen und Vorlesungen zu nutzen. Sie dürfen CC BY SA Inhalte auch in eigenen kommerziell verwerteten Texten nutzen, dann aber nur als Zitat. Das heißt, für den normalen Fall der Nutzung, indem Sie Ihre Materialien nicht zugangsbeschränken wollen, ist die CC BY SA Lizenz für Sie eine sehr große Erleichterung. Was ist mit der Verwendung von fremden Inhalten im CC BY SA? Nun, da gelten die allgemeinen Regeln. Sie dürfen also zitieren. Zitieren heißt, Sie können einen Teil eines Werkes nehmen und ihn in Ihr Werk einbauen. Genauso wie ich Ihnen eben die Titelbilder von Büchern eingeblendet habe oder die Hüllen von DVDs, können Sie zur Illustration einer Idee bestimmte Inhalte schlicht übernehmen. Damit aber nicht genug. Sie können selbstverständlich umfassend andere CC BY oder CC BY SA Werke nehmen und diese verwenden. Auch davon hält Sie niemand ab. Ich habe eben schon dieses dicke rote Werk ins Bild gehalten. Selbstverständlich dürfen Sie auch Gesetzestexte und Urteile ohne Schranken übernehmen. Da müssten Sie theoretisch noch nicht mal eine Quellenangabe machen, denn an amtlichen Werken besteht kein Urheberrecht. Jetzt wirft das aber eine ganze Reihe praktischer Fragen auf. Was ist mit Screenshots von Computerprogrammen? Die Computerprogramme sind erfahrungsgemäß weder unter einer CC BY noch unter einer CC BY SA Lizenz. Was ist mit Bildern, die Sie aus irgendwelchen Büchern übernehmen? Schaubildern. Dürfen Sie die nachzeichnen? Dürfen Sie das Original vielleicht nehmen? Nun, die Antwort darauf ist, es kommt drauf an. Und worauf kommt es an? Nun, ganz einfach, es kommt darauf an, erstens, ist das Originalwerk überhaupt schutzwürdig? Wann ist ein Werk schutzwürdig? Nun dann, wenn es eine Schöpfungshöhe erreicht. Wenn Sie also nur eine Tatsache ganz trivial darstellen, zum Beispiel, Sie verwenden ein Schaubild, was ein Balkendiagramm enthält, um Umfragegebnisse oder Erdbebenmessungen darzustellen. Ganz unproblematisch, keine Schöpfungshöhe, daher nicht schutzwürdig, daher dürfen Sie das übernehmen. Andererseits, bei Computerprogrammen setzt man einen relativ hohen Maßstab an, das heißt, die trivialen Designs sind auch nicht schutzwürdig. Viele Softwarehersteller, zum Beispiel Microsoft, erlauben Ihnen zum Zwecke der Dokumentation und Darstellung die Verwendung von Screenshots. Es gibt da ausdrücklich Lizenzbedingungen, die sagen, Sie dürfen Bilder von Microsoft-Programmen herstellen. Das heißt, wenn Sie ein Bild von Word oder Index Explorer machen, sind Sie auf der sicheren Seite. Im Übrigen sind Sie angewiesen auf die gesetzlichen Schranken, das heißt das Zitatrecht. Wenn Sie also etwas belegen wollen, dann dürfen Sie selbstverständlich einen Screenshot dazu nehmen. Oder aber auf die Darstellung als Beiwerk. Wenn ich zum Beispiel hier im Hintergrund verschiedene Buchtitel habe, dann bedeutet das nicht, dass ich von jedem dieser Buchtitel eine Lizenz brauchte. Der Grund ist schlicht, das ist schmückendes Beiwerk zu meiner Person, die hier im Vordergrund steht. Zusammengefasst, machen Sie sich nicht so viele Sorgen, sondern verlassen Sie sich darauf, die CC BY SA Lizenz schützt die von Ihnen gewünschte Verwendung. Ein letzter Punkt. Wenn Sie das alles im Detail nachlesen wollen, finden Sie das in unserer FAQ unter der dort dargestellten Adresse. Vielen Dank.